Hallo geliebtes Wesen, mein heiliger Bruder, ja, wir sind die Söhne Gottes. Wir sind die Söhne Gottes, die einander lieben und die immer im Vater geblieben sind. Das ist unsere Wirklichkeit. Diese Welt, die wir mit unseren Körperaugen sehen, wo wir glauben, Menschen zu sein, die ist so weit entfernt von der Realität. Ja, das einzige Problem, das es überhaupt gibt, ist die Trennung. Die Idee, wir sind getrennt von unserer Quelle. Wir haben diese Welt erfunden und haben überhaupt keine Ahnung mehr, wer wir sind. Und in Wirklichkeit geht unser wahres Leben weiter im Vater. Eins mit ihm und eins mit unseren Schöpfungen. Das hat sich nie verändert. Wir sind so vollkommen geblieben, wie er uns erschaffen hat. In diesem Sinne sind wir das Wunder Gottes. Aber was immer wieder geschieht, ist, dass wir versuchen, doch hier irgendwo noch als Mensch glücklich zu sein. Wenn wir ein Mensch sind, was wir nicht sind in Wirklichkeit, ist das Unglück vorprogrammiert. Wir glauben an Trennung und an Tod. Das kann nur Depression auslösen und Verzweiflung, die wir denn durch wilde Aktivitäten versuchen, sozusagen wegzutherapieren. Geht nicht. Wir brauchen die Öffnung unseres Geistes und des Herzens zu dem, was wir wirklich sind. Und in diesem Sinne ist heute die Lektion 89. Ich habe ein Anrecht auf Wunder und lass Wunder allen Groll ersetzen. Ich steig mal ein. Lektion 89, die folgenden Gedanken sind heute zu wiederholen. Ich habe ein Anrecht auf Wunder, ja. Ich bin selbst das Wunder. Du bist das Wunder. Wir sind ein heiliges Selbst, das ist das Wunder. Ich habe ein Anrecht auf Wunder, weil ich keinen Gesetzen außer den Gesetzen Gottes unterstehe. Ich ergänze ja als sein heiliger Sohn. Und seine Gesetze befreien mich von allem Groll und ersetzen diesen durch Wunder. So möchte ich die Wunder statt des Grolls annehmen, der nichts als eine Illusion ist, die die dahinterliegenden Wunder verbirgt. Also alles, was die Körperaugen sehen, die Form, die begrenzten Dinge, sind Groll, sind Ideen als Ersatz für die Wirklichkeit der Herrlichkeit des Gottessohnes und der wirklichen Welt. Und die wollen wir durch Wunder aufheben. Das Wunder tut nichts, es schaut nur auf die Projektion, auf die Verzerrung und sieht, dass sie nicht wirklich sind. Und durch die Liebe des Vaters, die dann in diese Vergebung einströmt, verschwinden diese Formen. Alles wird im Licht der Wahrheit aufgelöst. Jetzt möchte ich nur das annehmen, worauf Gottes Gesetze mir ein Anrecht geben, damit ich es für die Funktion benutze, die er mir gegeben hat. Ja, meine Funktion und mein Glück sind ja eins, ne? Ich gebe allen alles, was Gott mir gegeben hat, die ganzen Gaben. Und dafür muss ich eben meine Wirklichkeit, meine Ganzheit annehmen. Und das ganze Erbe, das mir Gott gegeben hat, dass ich sein heiliger Sohn bin. Sein einer heiliger Sohn, seine Ausdehnung, die Herrlichkeit, die Unbegrenztheit, die Liebe, die Freude, das eine heilige Selbst. Das ist das Wunder. Und indem ich dieses Wunder annehme, meines Seins, und es mit dir teile, transzendiert das alle Schwierigkeiten, alle Konflikte. Ja, Krankheit, Leid und Tod verschwinden. Die Welt, so wie Gott sie erschaffen hat, die Liebeswelt, steigt auf in unserem Geist, dämmert und wir sehen alles im Licht. Du könntest folgende Vorschläge für die konkreten Anwendungen dieses Gedankens verwenden. Hinter diesem liegt ein Wunder, auf das ich ein Anrecht habe. Also wir sehen eine Szene, sagen, nein, Heiliger Geist, schau du mit mir auf diese Szene. Hinter diesem liegt ein Wunder, auf das ich ein Anrecht habe. Lass mich kein Groll gegen dich, Name, hegen, sondern dir das Wunder schenken, das stattdessen dein ist. Also jeder ist mein Erlöser, jeder ist der Herr Jesu Gottes. Jedem hat sich der Vater hingegeben und die Figuren, die ich erfunden habe, sind nicht wirklich.
Ich schenke also meinem Bruder das Wunder, dass ich den Körper, die Einsperrung sozusagen, den Sarg nicht mehr betrachte, sondern die Herrlichkeit jenseits des Körpers des Christus, des Heiligen Selbstes. In Wahrheit bietet mir dies ein Wunder an. Ich bin in irgendeiner scheinbaren Schwierigkeit und wähle das Wunder. In Wahrheit bietet mir dies ein Wunder an. Ja, in der zweiten Hälfte des Tages, lass Wunder allen Groll ersetzen. Lass Wunder allen Groll ersetzen. Das Wunder ist die Liebe, die Freude, das Glück, die Herrlichkeit. Das Wunder ist die wirkliche Welt, wo alles vergeben ist, was begrenzt ist, wo nur das Licht in allem funkelt. Lass Wunder allen Groll ersetzen. Durch diesen Gedanken verbinde ich meinen Willen mit dem des Heiligen Geistes und nehme sie als eins wahr. Also Gottes Wille ist ja der Wille des Heiligen Geistes und meiner sind eins. Und ich will nur noch die Herrlichkeit der Schöpfung sehen, das Wunder allen Groll ersetzen. Durch diesen Gedanken nehme ich meine Befreiung aus der Hölle an. Ja, ich will nicht mehr in Illusionen leben, unter Toten, die nach Leid und Krankheit streben. Das Hobby des Sterbens in dieser Welt, das will ich aufgeben und das Leben annehmen, die Auferstehung. Durch diesen Gedanken drücke ich meine Bereitwilligkeit aus, all meine Illusionen durch die Wahrheit ersetzen zu lassen, wie es Gottes Plan für mein Heil entspricht. Wunderbar. Nur noch die Freude, nur noch die Liebe, nur noch die Herrlichkeit hinter allen Erscheinungen sehen. Lass Wunder allen Groll ersetzen. Ja, wir müssen die ganze Welt aufgeben, Bruder. Die Welt ist nur Angriff auf die Wahrheit. Angriff. Wir können hier in der Welt der Trennung keinen Frieden, keine Freude, kein Glück finden. Wir trennen uns jetzt von dieser Wahnsinnswelt und ersetzen sie durch die Liebe, die Freude, das Glück, das wir miteinander teilen. Ich mache keine Ausnahme und nehme keinen Ersatz vor. Ich will den ganzen Himmel und nur den Himmel, wie Gott will, dass ich ihn haben möge. Ich bin ja der Himmel. Ich bin die ganze Ausdehnung Gottes. Du auch. Wir sind der Himmel im Himmel. Und der Himmel ist der Heilige Sohn Gottes, eins mit dem Vater. Wir sind die Freude, der Frieden, die Liebe, das Glück, das ewige Leben. Das ist die Wirklichkeit in ewigem Einssein mit allen Wesen. Das ist die Harmonie der wirklichen Welt. Ja, für die Anwendung dieses Gedankens können folgende konkreten Formen nützlich sein. Ich möchte diesen Groll nicht von meiner Erlösung fernhalten. Tja, wir wollen unseren Groll durch Wunder ersetzen lassen. Namen. Wir wollen unseren Groll durch Wunder ersetzen lassen. Ja, alle Beziehungen dem Heiligen Geist übergeben und heilen lassen. Das ist wunderbar. Hinter diesem liegt das Wunder, das anstelle meines ganzen Grolls tritt. Ja, hinter diesem, hinter all den Erscheinungen, alle Situationen. Vater will, dass ich in jeder Situation heile. Das Wunder erscheinen lassen, das allen Groll transzendiert und das Licht der Liebe, die allgegenwärtig da ist, erscheinen lässt. Ja, ich werde gefragt, ob ich zufrieden bin mit dem, was gewesen ist. Also jetzt, nachdem ich dir diesen Text vorgelesen habe und auch darüber nachgedacht habe mit dir, ist wirklich Licht in meinen Geist gekommen und Freude. Und ja, ich bin dankbar. Aber ich habe also in der Übung, als ich das zweimal durchgelesen habe und dann mich in Stille hingesetzt habe, wieder erlebt, wie sehr der Geist doch noch bestrebt ist, sozusagen die Wahrheit in die Illusion zu bringen.
mich immer wieder in dieses körperliche Leben, also in diesem Körper zu sein, hineinziehen will, aufgrund vom falschen, vergangenen Lernen. Und ich habe realisiert, wenn dann die Gedanken vom Heiligen Geist mir gegeben wurden, dass ich wirklich nur und ausschließlich, was ich ja wiederholt gesagt habe, im Vater erwacht. Die Geborgenheit, die Sicherheit, die Freude, die Liebe, das wahre Leben erfahre. Es gibt kein Leben, außer da, wo Gott es eingesetzt hat. Ja, ich habe ein Anrichterwunder, Vater, weil ich das Wunder selber bin. Und da ja die Welt eine Reflexion dessen ist, was ich glaube, dass ich bin, wenn ich jetzt das Wunder für mich annehme, meine Ganzheit und meine Heiligkeit und meine Herrlichkeit, dann kann ich sie mit dir teilen, in dir sehen. Und dafür brauche ich die Hilfe von Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Ich will ganz zurücktreten, mich sozusagen mit all meinen Ideen der Vergangenheit aus dem Weg schaffen und das Wunder zulassen. Ich habe ein Recht auf Wunder, ja. Weil ich das Wunder bin. Ich will alles sehen, die ich erfunden habe, der Liebe übergeben. Und statt meinem Groll, meinen Ideen der Trennung, die allgegenwärtige Liebe sehen, sodass Krankheit, Leid und Tod verschwinden. Sie sind nicht mehr zu sehen. Ich bin erwacht mit dir und kann dich in der Herrlichkeit des Lichtes sehen, das wir miteinander teilen. Ja, in diesem Einssein liegt alles Glück. Also lass uns erwachen und im Vater leben. Ich wünsche dir einen schönen Tag.